Hallo Freunde, SCMOTE TV heute mit der versprochenen Ergänzung zum Thema Gleitsichtbrille. Dazu habe ich den Helm, dazu habe ich hier die Linsen. Ich würde sagen, es wird heute hundertprozentig aufschlussreich. Bis gleich nach dem Countdown. Gleitsichtthema haben wir schon mal angesprochen, vor allen Dingen für die Leute interessant, 40 und älter, dass man es einfach nicht mehr schafft, die Unterschiede zu fokussieren zwischen einer gut machbaren Weitsicht und dem, was unmittelbar vor einem ist. Der eine oder andere versucht es mit einer Lesebrille zu kompensieren oder dann auch mit einer Gleitsichtbrille, die aber in der Regel immer relativ teuer ist. Und wir hatten ja beim letzten Mal den Uli als Spezialist mit dabei. Er sprach von einer normalen Gleitsichtbrille, wo so die Grundbasics auch verarbeitet werden, von einem Anschaffungsaufwand von round about 500 Euro. Das mag durchaus auch ein Ticken günstiger gehen, aber es geht natürlich auch viel, viel teurer. Was interessant ist in diesem Zusammenhang ist, dass dieser Lösungsansatz mit aufklebbaren oder einklebbaren Linsen gar nicht so sehr von uns kam, sondern das ist von euch vorgeschlagen worden aufgrund einer Folge, die im letzten Jahr ausgestrahlt worden ist, irgendwann im Herbst, die im Übrigen auch ihr auf jeden Fall mal einen Blick in die Videobeschreibung riskieren solltet, denn da sind einige weiterreichende Folgen verlinkt, dass ihr auch da die Hintergründe erfahrt, unter anderem auch Ulis Meinung zu Gleitsicht insgesamt. Ich mache das Thema jetzt rund. Das heißt, ihr habt das vorgeschlagen. Ich komme jetzt nicht mehr auf den User speziell, sonst hätte ich mich auch hier bedankt. Und interessant weiterhin ist, dass normalerweise wir, wenn wir hier eine Produktvorstellung machen, der Einkauf mich anspricht oder auch die Produktentwicklung mich anspricht, ey Steff, mach doch mal hier ein Video drüber. Jetzt ist es so, dass ich mir einfach mal so einen Linsensatz habe bestellen dürfen oder können. Und dann haben die Jungs aus dem Einkauf die Nase dran bekommen und aufgrund unseres Videos wird das jetzt ins Programm gehoben. Das heißt, ab Mitte 2022, mir ist Juni, Juli gesagt worden, werdet ihr auch dieses Biker-Ad-System bei uns im Shop bestellen können. Zum Thema Gleitsicht hört ihr jetzt auch mal einen O-Ton vom Uli. Ich zeige es mal an meiner eigenen Brille. Wenn ich hier vorne durchgucke, ganz oben haben wir den Fernwert. Der Fernwert ist für das Unendliche da. Dann haben wir einen Mittelbereich, zum Beispiel für einen Computer, 80 cm Entfernung. Und dann haben wir den Nahbereich, Lesebereich, morgens schön Zeitung lesen oder ein Buch lesen, ca. 38 cm. Und ich kann das jetzt eigentlich nur rund machen, weil auch der Uli davon noch gar keine Kenntnis hatte, indem ich mit euch zusammen mal so ein Linsensystem einbauen. Und da haben wir ein bisschen was vorbereitet. Wir werden nämlich A, einen Sehtest machen, wo in etwa auch so die Abstände simuliert werden, die auf dem Motorrad herrschen, von der Sitzposition zum Cockpit. Und damit das auch ein bisschen relativiert werden kann, habe ich auch mal meinen eigenen Brillenausweis mitgebracht, um euch mal so ein Maß zu geben, wie halb blind ich normalerweise durch die Weltgeschichte fahre, damit man auch da so einen Vergleich hat. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo es dann ist. Das ist die Amex Platin, meine Visa Gold. Ah, da ist er doch. Mein Steff kommt nicht weg. Das heißt, bei mir ist es in der Tat so, jetzt muss ich die Brille lupfen, hätte am besten eine Gleitsichtbrille angezogen. Das ist rechts minus 3,25 Farbe und auf der linken Seite komplett blind minus 4,50. Das bedeutet, dass ich ganz gut in die Ferne schauen kann mit Sehhilfe, aber alles, was direkt vor mir ist, selbst die Schalterelemente, wenn ich mit einem unbekannten Motor unterwegs bin, auf der linken oder rechten Seite, die kann ich nur sehen, weil ich mir vorher antrainiert habe. Aber da eine Information abzulesen, geht gar nicht mehr. Aber das werden wir jetzt gleich auch mit dem Sehtest versuchen nachzuweisen. Ich glaube, dass das ganz interessant wird. Jetzt könnte man natürlich jetzt ergänzend sagen, dass man sich eine Schaltereinheit ja auch merken kann, vollkommen korrekt. Viele Fahrzeuge haben ja ein TFT-Display. Ich bin letztens mit einer Tracer 9 GT unterwegs gewesen. Da konnte ich die Gangzahl erkennen, dann konnte ich auch die Geschwindigkeit erkennen. Aber ich konnte das Drehzahlband nur in etwa peilen anhand der vorher bemerkten oder gemerkten Position im Instrument selber. Das heißt, bei einer Armatur kann ich mir natürlich die Instrumente merken, muss vielleicht auch nachher gar nicht mehr hinschauen, dass das intuitiv bedient wird. Aber wenn ihr mit Navi fahren würdet, ist es ja schon so, dass dann auch verändernde Werte und verändernde Angaben immer erkannt werden müssen. Und spätestens da ist eine Sehhilfe hervorragend. Und wie gesagt, weil das so gut funktioniert, würde ich anhand dieses Helms mit der Biker-Ad euch jetzt einfach mal erklären. Wollen wir das Geheimnis einfach mal lüften? Also diese Biker-Ad ist im Grunde genommen eine Sehlinse, die in das Visier eingeklebt wird. Ich müsste die richtige Seite aufmachen, hätte ich doch nur eine Brille an.
Das heißt, diese Sehhilfe wird, die hatte ich auch beim letzten Video mal ganz kurz in den Fingern, die Sehhilfe wird dann eingeklebt in genau den Bereich des Visiers, durch den man dann schaut, wenn man nah schauen muss. Sprich, die Fernsicht ist ganz normal über die oberen, ich würde sagen, 2/3 des Visiers findet die statt, während dann alle Informationen, Cockpit, Navi, was auch immer da angesagt ist, über das untere Drittel stattfindet. Das probiert ihr dann aus. Wie gesagt, ich zeige euch, wie es funktioniert. Und dann sind das im Grunde genommen eine Linse rechts, eine Linse links. Ich habe ja, wie ich eben sagte, zwei unterschiedlich stark funktionierende Augen. Das heißt, ihr könnt die Sehhilfen auch unterschiedlich stark ordern. In dem Fall ist jetzt ein Dioptrien bestellt worden. Da sage ich gleich mal was zu, bevor es montiert wird. Denn die Dioptrienzahl ist eine andere als die, die ihr kennt über eure Brille, weil die Brille direkt vom Auge sitzt. Das ist ein Abstand von vielleicht 1,5 oder 2 cm. Das Visier ist aber in etwa im dreifachen Abstand vor dem Auge, also 5, 6 oder 7 cm, je nachdem, was ihr für eine Murmel fahrt. Das heißt, dann ändert sich die Dioptrienzahl und die genaue Justierung dieser Dioptrienzahl wird über die Produktbeschreibung dann bei uns Mitte des Jahres oder jetzt auf der Webseite von BikerAd erklärt, dass ihr also da genau die richtige Dioptrienzahl wählen könnt. Aber selbst diese falsche, eigenständig falsche Dioptrienzahl funktioniert schon hervorragend, denn ich habe mir natürlich mal erlaubt, einfach auch mal so durch die Linse zu gucken, indem ich das simuliert habe, indem ich das Auge gehalten habe. Und das hat schon hervorragend funktioniert. Aber ich will nicht vorgreifen, wir montieren es jetzt zusammen und dann schauen wir uns das mal zusammen an. Was gehört also zum Lieferumfang? Erstmal eine sehr akribische Gebrauchsanleitung, Gewöhnungsanleitung, die sehr gut verfasst ist, wie ich finde. Ein Reinigungstuch, eine Justierungsfolie, gehe ich auch gleich drauf ein, und entsprechend die beiden benötigten Linsen. Das heißt, wenn ich jetzt loslege, muss ich natürlich erstmal den Bereich fixieren, durch den ich schaue, wenn ich denn nach unten schaue und der eine oder andere akribische Zuschauer hat schon bemerkt, ich habe eine andere Brille an, nämlich meine PC-Brille, wo ich auch nah sehr, sehr gut sehen kann. Die lande ich jetzt auch an. Den Test mache ich natürlich gleich mit der Brille, mit der ich auch in der Regel auf dem Motorrad unterwegs bin. Das heißt, ich mache das Detail gleich selber, aber ich fixiere das jetzt einfach mal. So, ich habe die jetzt lediglich aufgelegt auf den Bereich, der vermutlich genau zwischen dem Objekt der Begierde, also der Information, und meinem Auge liegt. Ihr merkt natürlich, das kann durchaus justiert werden, mal ein halbes Zentimeterchen höher oder tiefer. Wenn es natürlich zu hoch fixiert wird, mag ich den einen oder anderen geben, den das da an dieser Stelle stört. Um da auch ein Wort zu verlieren, das war ja auch schon mal ein Thema in dieser Folge mit dem Uli zusammen, wo es um die Gleitsichtbrillen insgesamt ging. Wenn ihr natürlich durch viele Gläser schaut, kann es durchaus sein, dass dann die Irritierung erfolgt. Durch die unterschiedlichen Lichtbrechungen und. Das Schöne ist, selbst wenn die Dioptrienzahl nicht zu 100% eurer benötigten Dioptrienzahl entspricht, dass das ja nur ein ganz kurzer Blick durch diese Linse ist. Ihr schaut also nicht permanent, wie zum Beispiel bei einer Gleitsichtbrille. Ich persönlich vertrage zum Beispiel keine Gleitsichtbrille. Deshalb habe ich jetzt hier eine Lesebrille oder PC-Brille und meine ganz normale Brille, mit der ich Motorrad fahre. Das heißt, jemand, der da sehr empfindlich ist und befürchtet, dass er Kopfschmerzen bekäme, da gebe ich direkt Entwarnung. Es sind ja nur Sekundenbruchteile, wo die Information an Land gezogen wird. Ich schaue also nicht lange und permanent durch diese Linse, sondern nur bei Bedarf. Aber darauf achten, dass das nicht zu sehr ins Sichtfeld kommt, denn sonst findet eine andere Irritierung statt. Ich habe es jetzt im unteren Drittel montiert und zufälligerweise ist es auch genau gerade, das wundert mich. Ja. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal loslegen mit der akribischen Montage. Nur dafür montiere ich das Visier jetzt von dem Beroteherhelm ab. 2 Worte vielleicht noch zu dieser Folie. Die ist natürlich in Anführungszeichen dauerverwendbar. Denn wenn ihr euch im ersten Versuch verklebt hättet oder es schief, kann man das natürlich immer noch mal korrigieren. Wieder erwarten, wie gesagt, war ich gerade sofort, habe ich die perfekt getroffen. Das ist ein Zufall, muss ich sagen.
Ich habe es jetzt auch nicht so tief gemacht, dass eventuell die Linse kollidiert, ich zeige es hier nochmal, mit irgendeinem Belüftungssystem, aber auch das ist ein Zufall, denn die jetzt montierte Linse, ich schalte es einfach nur mal drauf, wäre genau in dem Bereich, der über der Belüftung ist. Also das passt ausnahmsweise mal hervorragend. Ich muss mich auch mal selber loben, weil das ja hier niemand in der Firma macht mit mir. Das heißt, die ist jetzt außen drauf gebracht und markiert jetzt den Bereich, wo das Visier auf der Innenseite dann die Linse verträgt. Es wird jetzt hier mit dem beiliegenden Reinigungstuch dieses Visier einfach jetzt wirklich fettfrei gemacht. Das heißt, ich fixiere das jetzt auch so. Das riecht aber gut. Boah, da kommt das vor wie im Krankenhaus. Dann wartet ihr kurz, lasst es ein bisschen von selber trocknet, ist jetzt fettfrei und dann wird es ein bisschen akribisch, denn diese Folie, die ihr jetzt immer noch so ansatzweise seht, das heißt, das ist quasi das Widerlager, das von der Form her genau der Linse entspricht. Das heißt, die Linse nehme ich jetzt vorsichtig vom Trägerblatt und sage direkt dazu, dass der Kleber jetzt hier aufgebracht ist. Wenn ihr jetzt zwei unterschiedliche Linsen hättet, müsst ihr natürlich auf die auf das Einbaumaß achten. Jetzt habe ich beide Seiten hier mit einem Dioptrien, deshalb ist da das Einbaumaß egal. Jetzt muss ich dann doch mal die Brille hochsetzen, weil ich ganz nah rangehen muss. Sieht man da noch was, Corinna, oder? So, jetzt ist es offiziell so, dass der Hersteller sagt, dass das auch mal 24 Stunden aushärten soll. Das heißt, wir lassen jetzt einfach mal die Kamera 24 Stunden laufen. Wenn ihr jetzt Langeweile bekommt, könnt ihr euch schon was zu essen holen. Nein, also wir simulieren das jetzt sofort, bauen das jetzt auch gleich ein und dann würde ich sagen, kommt auch der Sehtest zum Zuge. Zu guter Letzt darf natürlich nicht vergessen werden, die Folie abzuziehen, die Fixierungsfolie. Denn ich darf euch gar nicht erzählen, wie oft ich schon einen reklamierten Helm montags zurückbekommen habe, der samstags verkauft worden ist, wo der Kunde oder auch die Kundin mit einer Schutzfolie auf dem Visier gefahren sind und haben dann am Wochenende über Kopfschmerzen geklagt. Also von daher, die wird abgezogen und dann ist das Resultat. Sieht auf Anhieb etwas martialistisch aus, aber beim Blick durchs Visier stört es nicht. Ich probiere das aber jetzt auch nochmal für mich selber. Verschluss kann ich auflassen. Jetzt achte ich natürlich drauf. Freie Sicht bis zum Mittelmeer, aber das stört absolut nicht. Ja, also wenn überhaupt was stören würde, ihr kennt die Situation, dass man das schon mal gerne mit halb geöffnetem Visier fährt, dann ist es natürlich so, dass diese Linse genau im Sichtbereich ist. Das wäre eventuell jetzt bezüglich Rundumsicht der auf die Schnelle einzige Nachteil. So Leute, jetzt ist interessant. Wir haben mal in etwa den Abstand simuliert, wie bei der Honda Artwin, mit der ich ja in der letzten Zeit unterwegs bin. Das heißt, ich habe das am Fahrzeug ausgemessen. Sie sind circa 60 cm von Augenhöhe Richtung Cockpit. Circa 60 cm. Es gibt natürlich genug unterschiedliche Fahrzeugtypen und auch unterschiedliche Menschen, wo das dann variiert Richtung 50 cm und weniger, wenn ich nur an Supersportler denke, wo ich ja quasi schon am Cockpit lecken kann. Und andere Fahrzeuge, bei den Shoppern ist es noch weiter weg, aber ich erinnere an das, was der Uli gesagt hat, dass so alles so zwischen 40 cm und 80 cm in diesem Bereich von einer Gleitsichtbrille oder einer Gleitsichtalternative prima behoben werden kann. Jetzt machen wir Folgendes. Ich als Halbblinder oder als Blindsicht würde jetzt mit meiner normalen Brille, mit der ich Motorrad fahre, jetzt diesen Sehtest hier absolvieren wollen. Und der Anfang, der erscheint mir sehr, sehr einfach und glaubt es mir einfach auch. Machen wir es da nochmal rein. Glaubt es mir einfach. Klar habe ich jetzt 3-4 Mal drüber gelesen, aber diese Buchstabenkombination selber habe ich mir natürlich nicht gemerkt. Und hier ist auch nichts simuliert. Ich versuche jetzt nach bestem Wissen und Gewissen das hier zu entziffern, was die Corinna mir hier als Sehtest ausgesucht hat. Und wir legen jetzt einfach mal los. Corinna, du sagst ab da, wo es dann eigentlich vollkommen falsch wird. Halt, ne? Fangen wir oben an. Emil, dann Friedrich Paula, Theodor Otto Zeppelin, Ludwig Paula, Emil David,
Paula, Emil, Cäsar, Friedrich, David. Emil, David, Friedrich, Cäsar, Zeppelin, Paula. Ja, dann würde ich sagen, Friedrich, Emil, Ludwig, Otto, Paula, Zeppelin, Dora. Und dann Dora, Richard, Richard, Dora, Emil. Dora, Emil, Richard. Ja, geht nicht mehr. Also da ist, also vierte Zeile von unten ist Feierabend, da tut das nicht mehr. Jetzt bin ich wirklich, ich habe es noch nicht gemacht mit Linse. Ich habe eben nur die Linse einzeln mal drüber gehalten, da war das gar nicht so verkehrt, aber jetzt im eingebauten Zustand. Okay, brauchen wir oben jetzt nicht zu machen. Ich fange jetzt mal in der fünften Zeile an. Fünfte Zeile von oben. Mit geschlossenem Visier, also von daher, das ist jetzt der Zustand, den ich hatte mit Visier. Und auf geht's, ne? Ihr versteht mich? Paula, Emil, Cäsar, Friedrich, David. Emil, Dora, Friedrich, Cäsar, Zeppelin, Paula. Friedrich, Emil, Ludwig, Otto, Paula, Zeppelin, David. David, Emil, Friedrich, Paula, Otto, Theodor, Emil, Cäsar. Ludwig, Emil, Friedrich, Otto, Dora, Paula, Cäsar, Theodor, Paula, Otto, Paula, Ludwig, Theodor, Cäsar, Emil, Otto. Dann muss ich jetzt, das ganz unten kann ich nicht mehr lesen. Also, man kann schon sagen, signifikant besser. Ich habe jetzt die ganzen Fehler nicht in der letzten Zeile, vorletzten Zeile, wie, was sagst du noch? Okay, also signifikant besser, obwohl das jetzt einfach nur wahllos ein Dioptrien rechts und links eingebaut worden ist, weil das war das Muster, das wir zugeschickt bekommen haben. Also von daher funktioniert hervorragend, stört nicht bei der normalen Sicht, ist also durchaus eine Alternative, die man wählen kann. Ich bin gerade ermahnt worden, eine Kollegin meinte, ich hätte das D sowohl mit Dora als auch mit David abgekürzt. Das stimmt auch, denn wir haben zwei Davids von unserer Abteilung und die sind so nett, dass die permanent bei mir im Kopf sind. Aber das nur am Rande. Fazit ist, dass ich sage, im Gegensatz zu einer Gleitsichtbrille, unabhängig davon, ob es ein Vertrag oder nicht, dass das natürlich in etwa ein Zehntel dessen kostet, was, wie der Uli sagte, eine Gleitsichtbrille kostet, also so zwischen 400 und 500 Euro. Es funktioniert hervorragend, trotz der Tatsache, dass das nicht die perfekte Kombination für meine Augenstärke oder Augenschwäche ist. Also von mir aus wirklich die Empfehlung, funktioniert hervorragend ab Mitte des Jahres bei uns im Shop. Und für die Leute, die es noch nicht kennen, hoffe ich, dass wir heute einiges haben, euch dazu lernen lassen. Leute, das war's schon wieder. Ich verweise nochmal auf die Videobeschreibung. Da sind ja einige Verlinkungen drin, die interessant sind. Ansonsten, wenn es gefallen hat, Däumchen nach oben, hervorragend für uns. Abos immer gern gesehen. Von meiner Seite aus, wie immer, tschüss und adios.